jetzt eine Bucht, wie in dem Harry Potter Film, bei dem dieses Unterseeboot ankommt. In der Ferne links und rechts die Öffnung der Hügelzüge, dann schließt sich dieser Hügelzug oben zu einem Bogen, dann erweitert er sich wieder, im Hintergrund tauchen Berge auf und nun ist es wieder so, dass nur noch links ein Bergeszug ist und rechts, so wie hier die Landschaft, flaches Meer, jetzt nur noch Meer und ganz in der Ferne etwas andeutungsweise schnell wechselndes, sich bewegendes, Bergkuppen, die links hin und her wandern oder springen. Jetzt nur noch Meer mit hohen Wellen, lauter fluktuierende, unregelmäßige Wellen, Berge und Täler. Die Wellenberge dunkel, die Täler hell, fast realistisch. Die Bewegung korrelierend zum Atem und zum Herzschlag. Eine Art innere See, momentan nur mittelgradig bewegt und nicht aufgepeitscht. Jetzt über dem Horizont kurzzeitig ein heller Stern, Sirius, Isis, die wieder verschwindet. Jetzt inmitten des Gewelles eine Kluft. Es tut sich die Höhle wieder auf in der Mitte. Am Untergrund ist es neblig, dunkel, ahnungsvoll, lichtern. Rechts herum ist es weniger ungesättigt. Jetzt öffnet sich die Höhle nach unten, wie eine Meeresmündung, von der oben ein Fluss hereinkommt. Jetzt wird es ein Delta mit zeräderten Flussläufen und Inseln, eine Art Lagune. Das Land ist nun oben und die milchige Fläche unten. Pause.